Hallo, ich bin's wieder, euer Coach Olaf und die liebe Antonia. Und wir beide zeigen euch jetzt zusammen, wie ihr schnell und einfach eine weitere effektive Knieversorgung vornehmen könnt. Das heißt, jetzt geht's schnell und einfach. Das ist eine Versorgung, die du auch gerne mal selbst aufkleben kannst. Das ist eine Versorgung, mit der du das Kniegelenk stabilisieren, entlasten und auch bei einer kleinen Schwellung im Kniegelenk auch entstauen kannst. Dazu benötigst du zwei oder vier Ligamentzügel in der Länge von, ja, jetzt kommt es darauf an, wie du abmessen möchtest. Ich würde euch empfehlen, nehmt doch einfach die Länge vom Unterschenkel. Das heißt, von der beugefalte Kniekehle bis zum Knöchel, diese Länge, so. Und dann habt ihr auch die gute Länge fürs Knie. Dann macht ihr nichts falsch beim Abmessen. Davon brauchst du zwei, das heißt, du legst es doppelt, halbierst die Strecke, schneidest das Ende rund. So, und wenn du das Ganze in der Wirkung verdoppeln möchtest, das Ganze nochmal, mal zwei, halbieren, abrunden. So, nun hast du eins, zwei, drei und vier. Das lege ich mal zur Seite und dann geht's los. Zügel Nummer 1 in der Mitte öffnen, Papier 2, 3, 4 cm nach links, je nach Größe des Knies, nach rechts öffnen. Lass eine lange, lange Basis, das Knie leicht angebeugt, du musst doch ein ganz kleines bisschen strecken. Jawohl, so ist prima, ein bisschen zu mir. Jetzt 100% Zug, geh zur Hälfte zurück und leg das Tape eng an der Kniescheibe in einem kleinen Halbkreis herum an und lass die Basis nach oben einfach auslaufen, ohne Zug. Je länger die Basis, desto besser hält das Tape. Und nimm das Ganze auf der anderen Seite. Einreißen, aufklappen, nicht zu viel das Papier öffnen. 100% zurück, also 100% ziehen, zur Hälfte zurück. So. An der Kniescheibe anlegen, um die Kniescheibe herum. Das Ende ohne Zug locker auflegen. Auch hier ohne Zug locker auflegen. Allein das stabilisiert dein Knie schon ungemein, entlastet durch die Ligamenttechnik. Sollte das aber nicht ausreichend sein, tu das Ganze nochmal. Das heißt, einreißen, aufklappen. Und jetzt kann man sich vorstellen, sowas ist durchaus möglich, sich auch selbst aufzukleben. Ziehen, zurück, auflegen und das Ende ohne Zug. Dann das Ganze auf der anderen Seite. Aufreißen, etwas aufklappen, lange Basis lassen, 100% Zug zur Hälfte zurück, auflegen, das Ende ohne Zug laufen lassen. So. Das war's schon. Ihr seht, schnell und einfach kann es auch gehen. Es muss nicht immer groß und umständlich sein. Das heißt, mit dieser Versorgung probier es aus für den Sport, für den Alltag, aber auch in der Therapie. Ein sehr wirkungsvoller Tape. Freut euch auf die nächsten Knieversorgungen in den weiteren Videos von uns. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Coach Olaf und Antonia.